Ihr steigt in den Flieger und kommt in Bangkok an. Was macht ihr dann? Bleibt dran. Der Flughafen ist sehr gut ausgeschildert. Wenn ihr eure Koffer habt, durch die Immigration durch seid, ihr kommt raus und das Erste, was ihr natürlich braucht, ist eine SIM-Karte. Ich hole meine SIM-Karte immer im untersten Bereich, wo der Zug in die Stadt weggeht. Ich glaube, das ist Ebene 1 oder so. Da findet ihr D-Tag. AIS, glaube ich, gibt es noch und ich nehme immer eins von den zwei. Und ich nehme immer so ein Paket eben für die Dauer, was ich habe und ich nehme immer eine Flatrate. Ungefähr müsst ihr dafür rechnen 20 Euro. Auf derselben Ebene findet ihr auch den Super Rich. Das ist eine der besten Wechselstuben. Also ich habe noch nie eine günstige gefunden. Ich hole mir da immer erst mein Geld, wechsle circa zwischen 500 und 1000 Euro. Und geh dann und hol mir meine SIM-Karte. Es bestände auch die Möglichkeit, dass du hier in Deutschland über ein paar Apps kannst du dir auch schon eine SIM-Karte kaufen. Aber da ich eine eSIM brauche und ich immer Schiss habe, dass ich irgendwas falsch einstelle und ich dann am Ende Roaming-Gebühren zahlen muss, lasse ich mir das von den netten Damen dort an dem Schalter machen. Du gibst dein Handy her, bezahlst es, du brauchst dein Passport dafür und die richten dir das Handy so ein, dass du Internet hast, überall fast in Thailand und auch deine alte Nummer benutzen kannst. Für die Raucher unter euch, im Bangkok Flughafen könnt ihr keine Zigaretten kaufen, weil es ein rauchfreier Flughafen ist. Das heißt, wenn ihr knapp an Kippen seid, nehmt euch bitte was von zu Hause mit. Bei den Ausgängen, entweder ganz links oder ganz rechts, befinden sich zwei Raucherbereiche, wo man auch mal schnell eine durchziehen kann, bevor dass es weitergeht. Die wichtigsten Apps in Thailand sind für mich Agoda und Booking, also zum Hotel buchen. Google Maps, selbstverständlich. Ohne Google Maps geht irgendwie bei mir gar nichts. Grab und Bolt, wenn ihr Transport braucht. Oder One2Asia. Über das kannst du auch leicht und easy Fähren und so weiter, Taxis, Flüge und so weiter buchen. Das erste Mal, wie ich geflogen bin, habe ich fast eigentlich nur über Booking gebucht. Mittlerweile, keine Ahnung, man muss immer ein bisschen vergleichen, aber zurzeit hat Agoda immer von den Preisen her die Nase vorn. Zum Flüge buchen, um einen groben Überblick zu bekommen, gehe ich immer erstmal auf Skyscanner. Das ist auch so eine App, die ich immer am Handy habe. Und dann suche ich mir mal, wo die Preise ungefähr liegen. Und suche mir halt dann dementsprechend was aus. Günstig ist es immer, wenn du zum Beispiel unter der Woche fliegst oder am Sonntag. Da ist es deutlich günstiger als wie Freitag und Samstag. Ich versuche immer 3 Wochen Urlaub zu nehmen und in den 3 Wochen schaue ich dann, wo die 14, 15 Tage halt sind, wo die Flüge am günstigsten sind. Es ist nicht so selten, dass so ein Flug dann pro Person um 200 Euro günstiger ist, nur weil man einen Tag später fliegt. Und die 200 Euro kann man sicher besser in Thailand verbraten und sich's gut gehen lassen, bevor dass man das der Fluggesellschaft in den Hals schmeißt. Ich schaue mir bei Skyscanner quasi die Flüge an, aber buchen tue ich immer über die Airline direkt. Das ist zwar meistens ein bisschen teurer, sagen wir mal 20 bis 50, 60, 70 Euro, aber ich habe zumindest einen Ansprechpartner direkt oder an einem Schalter direkt in Thailand, egal an welchem Flughafen, und ich kann Sachen regeln. Bis jetzt habe ich das noch nie gebraucht, bis jetzt hat alles super geklappt, aber trotzdem, ich will nicht über irgendeinen Vermittler wie Booking, Trip oder Seat24.de oder .com meine Flüge buchen, mache ich nicht. Der Aufpreis bezahle ich gerne.
und habe dafür ein bisschen einen Service, falls ich ihn wirklich brauchen sollte. Den billigsten Direktflug, den ich je geflogen bin, das war mit Thai Airways, ich glaube, das waren 710 Euro in Covid-Zeiten und davor waren sie weitaus billiger. Und wenn man ein bisschen guckt, also zwischen 800 und 900 Euro sollte eigentlich ein Direktflug mit Thai zumindest irgendwo machbar sein. Es geht immer günstiger, man hat dann zumindest mit Etihad oder keine Ahnung wo immer einen Aufenthalt. Dieses Jahr fliegen wir mit Singapore Airlines, der war 100 Euro günstiger als Thai Airways und wir haben uns einen Flug von Bangkok nach Phuket gespart. Also immer ein bisschen vergleichen, immer ein bisschen am Schirm haben, wo will ich denn eigentlich hin, vor Ort ein bisschen gucken, wie ist die Transportlage und wo kann ich ein bisschen sparen. So, und wie plane ich nun meine Reise? Also das Erste, was ich immer mache, ist, ich buche mir einen Flug. Das ist mal das allererste. Und dann überlege ich, okay, was will ich denn überhaupt sehen? In Thailand kannst du alles sehen. Du kannst die schönsten Strände der Welt sehen, du kannst Dschungel sehen, du kannst Kultur sehen, du kannst Busy Bangkok sehen, du kannst Berge sehen. Es gibt eigentlich für jeden ist irgendwo was dabei. Ich versuche halt immer irgendwo hinzufahren, wo ich noch nicht war. Zum Beispiel dieses Jahr haben wir mal grob gesagt, wir würden uns gern Koh Kradan mal angucken. Das ist, glaube ich, 2023, 2022 zum schönsten Strand der Welt gewählt worden. Und das wollten wir halt sehen. Wir haben mal geguckt auf Google Maps, wo ist Koh Kradan und was ist drumherum. Was in der Nähe ist, ist auf alle Fälle Krabi. Krabi. Riley, unbedingt. Ich war einmal dort, aber meine Frau nicht und ich würde sie gerne zeigen und deswegen fahren wir als erstes mal nach Riley. Von dort aus haben wir dann geguckt, okay, Transport nach Koh Kradan. Dann haben wir immer verglichen, was ist günstiger? Fahre ich mit Speedboot, fahre ich mit Fähre, fahre ich vielleicht mit dem Taxi? Alternativ zu Taxi ist halt immer Grab und Boat. Zum Beispiel wie jetzt Koh Kradan gab es die Option, dass wir mit Fähre fahren oder besser gesagt Speedboot, aber das wären 3,5 Stunden gewesen. Und 3,5 Stunden in einem Speedboot ist nicht spaßig. Vor allem, weil halt vielleicht das Meer doch nicht ganz so still ist wie sonst. Deswegen haben wir uns entschieden, okay, wir fahren mit dem Taxi oder besser gesagt mit Grab. Das kostet uns die Hälfte circa und wir sind eine Stunde früher an dem Pier und von dem Pier aus mit einem kleinen Longtailboot. Das mieten wir uns dann privat. Das kann man voraus auch alles gucken. Und wir sparen uns im Endeffekt eine halbe Stunde und ich glaube insgesamt 50 Euro. Und es ist weitaus angenehmer als in einem Speedboot eingepfercht 3,5 Stunden die See zu überqueren. Wenn ihr auf den Inseln seid, wenn ihr nicht mit den Apps so fit seid oder wenn ihr nicht selber irgendwie da rumwurschteln möchtet, geht an die Stände. Es gibt tausende Stände, in jedem Hotel wird euch geholfen, die Thais sind super lieb und super nett. Und auch wenn es ab und zu unorganisiert aussieht, es klappt alles. Also ich bin, die längste Anreise waren, glaube ich, mal fast 30 Stunden. Und es hat alles geklappt wie am Schnürchen. Man muss ein bisschen Details vertrauen, also die wissen schon, was sie machen. Genau, und ansonsten fragt. Fragt, nehmt den Google-Übersetzer beim Handy. Die verstehen meist an den Ständen auch Basic English, also du musst jetzt da kein Schulenglisch sprechen, sondern es reicht wirklich, 6. Klasse reicht, um mit den Leuten dort zu kommunizieren. Wenn wir uns dann ein Ziel ausgesucht haben, wie zum Beispiel, wir fahren erst Koh Kradan und dann auf Koh Lanta weiter. Koh Lanta ist ein bisschen eine größere Insel. Dann geht es an Google Maps und YouTube schauen. Ich
schaue mir an, wo möchte ich ungefähr sein. Ich schaue mir an, wo ist der schönste Strand, wo ist abends ein bisschen auch was los, dass man mal essen gehen kann. Und so gucke ich halt Stück für Stück die Insel ab und markiere mir halt die Sachen, zum Beispiel bei Google Maps, wo ich unbedingt zum Essen hingehen möchte, wo ich unbedingt auf den Viewpoint möchte, welchen Wasserfall das es gibt und so weiter, und markiere mir die Sachen. Dass wenn ich vor Ort bin, dass ich mir zumindest je nach Wetter auch einen Plan machen kann, okay, was mache ich denn heute oder was mache ich morgen? Weil ich bin jetzt keiner, der nur auf seiner Liege liegt und nichts sehen will. Dafür ist das Land viel, viel zu schön. Und für Pauschalurlaub kann ich auch sonst wohin fahren. Wenn ich ein schönes Meer haben will, dann fahre ich nach Ägypten. Wenn ich ein schönes Karibik-Flair haben will, dann fahre ich halt in die Karibik. Aber das Schöne ist ja in Thailand, dass du deine Freiheit genießen kannst und wirklich easy von A nach B kommst. Auch wenn man zum Beispiel nicht Moped fährt, dann da mietet man sich halt ein Taxi den Tag. Es ist alles bezahlbar. Die Kommunikation unten mit zum Beispiel Taxifahrern und so weiter findet meist über Line statt. Das ist sowas Ähnliches wie WhatsApp oder Telegram zum Beispiel. Viele benutzen mittlerweile schon WhatsApp, aber der Hauptmessenger ist Line. Also das ist eine App, die solltet ihr unbedingt drauf haben und euch auch frühzeitig zu Hause schon einen Account zurechtlegen. Er ist kostenfrei, er ist auch anonym, also es sieht keiner eure Handynummer, wenn ihr das nicht wollt. Und es macht das Leben einfach einfacher, weil viele Kontakte einfach über die Line-App passieren und nicht über WhatsApp. Die Sprache in Thailand. Thai ist für mich eine brutal schwere Sprache, aber es schadet nicht, bevor das ihr könnt, dass ihr die grundsätzlichen Sachen zumindest könnt, zumindest, dass man Hallo sagen kann, weil ihr werdet es ständig hören, Sawadee Kap, Sawadee Kap, Sawadee Kap. Es kommt die ganze Zeit. Der Thai freut sich, wenn du auch nur ein paar Brocken Thai ihnen entgegensetzen kannst, und du erntest immer ein Lächeln, wenn du freundlich, höflich und dir Mühe gibst. Die Hygiene in Thailand. In manchen Ländern, wie zum Beispiel Ägypten, wird ja immer ausdrücklich gewarnt davor, dass man keine Eiswürfel und so weiter konsumieren soll. Das ist in Thailand zu 99% wahrscheinlich nicht so. Soweit ich das mitbekommen habe, bekommen die Händler und so weiter Eiswürfel kostengünstig von staatlich regulierten Stellen. Das heißt, man kann Eiswürfel konsumieren. Natürlich sollte man immer auch seinen gesunden Menschenverstand einschalten, gerade wenn es um Essen geht und so weiter. Wenn der Fisch einfach so dort liegt und ist wahrscheinlich schon über Stunden, dann würde ich den nicht mehr essen wollen. Wenn er aber schön gekühlt ist in Eis und so weiter eingelegt ist, wenn er gut durchgebraten ist und so weiter, dann kann man das wirklich konsumieren. Ich hatte bis jetzt noch nie Durchfall in Thailand. In Ägypten zum Beispiel, erster Tag, zack, einmal gegessen, nächster Tag Durchfall. Habe ich dort nie gegessen, nie gehabt. Und ich habe wirklich an jedem Straßenstrand gegessen. Ich habe meistens größere Restaurants gemieden, sondern bin da hingegangen, erst einmal, wo Google Maps eine gute Rezension hatte und wo auch die Locals teilweise gegessen haben. Die sprechen dann zwar meistens nicht so gut Englisch, aber die helfen einem immer weiter. Mit Händen und Füßen wird man sich schon einig, was man dann bestellen möchte und so weiter. Die Gefahren in Thailand. Gefahren in Thailand, erstens mal auf alle Fälle das Meer. Wenn dort eine rote Fahne steckt, dann hat die rote Fahne auch seinen Grund. Das heißt, bitte schwimmt nicht raus. Es gibt viele Strömungen, gerade so in Phuket und so weiter, wo schon einige Leute gestorben sind. Also überschätzt euch nicht, sondern geht auf Nummer sicher. Ihr müsst ja nicht rausschwimmen, legt euch ein bisschen strandnah ins Wasser, das ist genauso gut. Also seid da ein bisschen vorsichtig. Genauso in manchen Bereichen oder manchen Jahreszeiten ist es möglich, dass auch Würfelquallen zum Beispiel im Wasser sind. Wenn die Thais es wissen, dann stehen da immer Schilder. Das heißt, geht da nicht ins Wasser. Und wenn ihr wirklich Kontakt hattet mit so einer Qualle, vertraut den Thais, geht zu den Thais, die wissen, was sie machen sollen.
Soweit ich weiß, sollte man das mit Essig dann nachher behandeln, aber wie gesagt, ich habe es nur gehört, ich hatte noch keinen Kontakt, aber in dem Fall würde ich dann den Thais vertrauen. So, die lieben Affen. Das erste Mal habe ich die recht niedlich und putzig empfunden. Mittlerweile finde ich sie eher ein bisschen gruselig und man sollte doch immer auf Abstand zu denen bleiben, denn ich habe keinen Bock, durch einen Affenbiss irgendwo im Krankenhaus zu landen, schwere Infektionen davon zu tragen. Also ich halte Abstand. Auch nichts zum Essen dabei haben, wenn man sich den Affen nähert, sein Gepäck oder Rucksack gut verschlossen zu halten, die Klauen wie die Raben. Also für mich sind die Affen die Ratten in Deutschland. Das Pendant zu Ratten in Deutschland eigentlich. Genau. Sie sehen niedlich aus, aber bleibt auf Abstand. Natürlich gibt es in Thailand auch giftiges Getier, nehmen wir es mal so. Zu denen werden halt Schlangen. Das heißt, bleibt im Dschungel, wenn ihr irgendwie auf Trekking fahren seid, auf dem Weg. Nehmt vielleicht einen Stock mit, schaut am Boden, wo ihr auch hinsteigt und verlasst halt einfach die Wege nicht. Genauso ist es auch mit den Hundertfüßlern und so weiter. Da gibt es auch ein paar giftige. Abstand, einfach Abstand halten. Oder mit Vorsicht einfach Sachen in die Höhe heben, die tagelang schon draußen gestanden sind. Oder auch mal die Schuhe ausschütteln, bevor man sie anzieht. Aber ansonsten habe ich bis jetzt keinen Kontakt zu irgendwelchen gefährlichen Tieren. Die Freizeitangebote in Thailand sind massig. Ich würde mir nur wünschen, dass die Leute Abstand nehmen von den Elefantenaktivitäten. Das heißt, reitet nicht auf Elefanten, badet nicht mit Elefanten. Wenn es geht, beim ersten Mal habe ich auch den Fehler gemacht und habe mir so ein Elephant Sanctuary ausgesucht, das aber doch vielleicht nicht ganz so gut war, weil einfach es muss nicht sein, dass ich mit Elefanten bade. Ich habe das eh nicht gemacht, ich bin nur draußen gestanden, aber trotzdem muss nicht sein. Es gibt viel genug, die wirklich ihr Augenmerk auf die Elefanten legen. Das heißt, da wird nicht gestreichelt, da wird nicht gefüttert, sondern ihr könnt in der Nähe sein und könnt die Elefanten in ihrem ursprünglichen Habitat einfach beobachten. Wenn die Elefanten kommen, seid ihr nah dran. Wenn sie nicht wollen, dann seid ihr auf Abstand, aber ihr könnt dabei sein. Und ihr unterstützt natürlich diese Art von Haltung der wunderschönen Tiere da in Thailand. Genauso ist es mit Affen- oder Tigershows. Bitte besucht das nicht. Das ist nur eine Quälerei der Tiere. Und wenn die Leute dorthin gehen, verdienen sie Geld. Wenn sie Geld verdienen, bleibt es. Wenn sie kein Geld verdienen, werden die Tiere abgegeben und vielleicht dann eben auch in eine ethische Auffangstation. Straßenhunde und Straßenkatzen in Thailand. Ich bin ja voll der Hundenarr und wir schauen eigentlich immer, dass wir irgendein Tierheim in Thailand besuchen. Manchmal sammle ich vorher Spenden und wir übergeben das dann an ausgewählte Projekte. Und viele Tierheime kannst du immer besuchen, die verlangen einen kleinen Obolus als Eintritt, der aber dann den Tieren zugutekommt. Meistens ist dann sogar eine Führung dabei. Du kannst mit den Hunden zum Beispiel dann eine Runde Gasse gehen oder teilweise ist sogar auch ein Mittagessen oder so dabei. Nehmt es wahr, das ist eine wunderbare Erfahrung. Und die 5 bis 10 Euro, die das Eintritt kostet, geht auch wirklich zu einem guten Zweck und ich kann es nur empfehlen, es macht einfach nur Spaß. Generell, Straßenhunde hatte ich noch nie ein Problem bis jetzt in Thailand. Auf manchen Inseln sind mehr, auf manchen Inseln sind weniger. Die kommen ziemlich nah, wenn jemand aggressiv ist, geht nach hinten vorsichtig weg, lauft nicht weg, gibt ihnen keinen Grund, dass sie euch verfolgen. Wenn ihr was zu essen habt, werft es lieber auf den Boden und verteidigt es nicht. Ansonsten passiert nichts. Wenn ihr Hunde streichelt, sie können immer Parasiten haben, das muss klar sein, genauso wie bei Katzen und so weiter. Einfach danach wirklich die Hände waschen oder seit Covid haben ja viele Desinfektionsmittel bei, benutzt es einfach. Gell? Okay. Es gibt so viele Scams in Thailand wie auch in jedem anderen Urlaubsort. Informiert euch, es gibt so viele Videos darüber. Ich will nicht drüber eingehen, aber ich bin bis jetzt noch nie beschissen worden.
Wenn man ein bisschen gesunden Menschenverstand hat, dann dürfte das normal nichts passieren. Und wenn wirklich was wäre, zahlt euer Lehrgeld und geht. Details sind super, super nett, aber wie heißt das Sprichwort, don't mess with a tie, legt euch nicht mit denen an, weil am Schluss stehen 10 rum und davon können 5 nur tie und ihr verliert nur. Und das sind 15 € einfach nicht wert. Deswegen freundlich sein, nicht rumbrüllen, das ist generell so ein Grundsatz in Thailand. Man brüllt da nicht, die sind alle eher ruhig und versucht immer, dass die Thais nicht das Gesicht verlieren. Und generell Umgang mit den Thais, ich liebe die Thais, die sind alle super lieb, also ich habe nur nette bis jetzt kennengelernt. Behandelt sie einfach vernünftig, die sind so liebe, nette Leute und auch wenn sie fast nichts haben, manche, die sind immer lieb und nett. Eigentlich sollte man es ja gar nicht sagen müssen, aber begegnet den Leuten mit Respekt. Sie begegnen euch mit Respekt und ihr sollt ihnen auch mit Respekt begegnen. Genauso was ihre Religion betrifft, ob das jetzt der Buddhismus ist, dass ich mich vernünftig anziehe, wenn ich einen Tempel gehe, wenn ich weiter unten bleibt mit dem Kopf wie der Buddha. Für uns ist es kein Problem, und es macht das Leben einfach einfacher. Genauso die ganze Königsfamiliengeschichte, die sind alle sehr loyal da unten. Das heißt, es gibt viele Videos darüber, wie man sich zu verhalten hat, wenn beim Königsfoto mit den Geldscheinen prinzipiell, überall wo der König drauf ist, sollte man so behandeln, als ob das die reale Person da ist. Also geht mit Respekt mit den Leuten um und mit ihren Traditionen und Gepflogenheiten und ihr werdet einen super schönen Urlaub erleben. Wenn man ankommt, muss man halt wirklich sein typisch Deutsch einfach ablegen. Nicht so das Getimte, das Geplante, einfach ein bisschen spontaner sein. Und wenn man das ein bisschen macht, dann kann man das richtig genießen und einfach, wie halt die Thais sagen, sabai, sabai, schönes Leben, wirklich ein schönes, wunderbares Leben haben. In absoluter Freiheit, in finanzieller Freiheit, weil für uns Europäer das Essen und so weiter, die Grundbedürfnisse halt einfach wirklich günstig sind. Und es ist einfach, also für mich ist es das schönste Reiseland mit den nettesten Menschen, mit dem besten Essen und mit einer Landschaft, wo man sagt, wow. Und egal, wo du hinkommst, ob du im Dschungel bist, ob du am Wasserfall bist, ob du am Strand bist, ob du am Berg bist, ob du auf der See bist, es ist immer einfach nur wow. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen noch was erklären oder ein bisschen so sagen, wie es in Thailand so abläuft oder was ein bisschen wichtig ist oder wie ich meine Reise plane. Wenn ihr Fragen habt, bitte voll gerne in den Kommentaren. Alles, was ich sage, ist meine eigene Meinung. Ich bin kein Professor, sonst irgendwas. Wenn ihr was nicht passen sollte, bitte schreibt es einfach in den Kommentaren. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, vielleicht ein Like wäre super, kostet nichts und ein Abo wäre auch immer super lieb von euch. Also, macht es gut. Servus, euer Wolfi.